So, meine Leute, und da sind wir schon wieder mit Folge Nummer 18 meines Metin 2 Let's Plays. Und zwar habe ich wieder den Dennis Tube am Start. Sag mal hallo, Danny. Jo, Leute. Und ja, es wird jetzt so, beziehungsweise magst du oder soll ich? Ja, mach du ruhig. Okay, also es ist so, der Danny war ja bei meinen letzten zwei, ich sag mal, Farmfolgen dabei. Ganz kurz, du kannst ruhig schon leveln gehen, ne? Ich will mir ein bisschen Equip machen. Ja, klar, stimmt wohl. Okay. Der Danny war bei meinen letzten zwei, Metin 2 Let's Plays dabei. Und das hat ihm so viel Bock gemacht, das ganze Duale aufzunehmen, dass er gesagt hat, okay, hey, ich hätte auch Bock drauf. Und jetzt werden wir demnächst öftere Folgen machen. Er hat jetzt auch seinen eigenen Charakter, den er Let's Playen wird. Und damit auch Hallo an die Abonnenten von Danny's Tube. Und, ja, so wird es halt laufen, dass wir beide ein bisschen am Zocken sind, ein bisschen palabern und ja. Sonst war es das erstmal soweit dazu, was ich noch ganz kurz erzählen will. Bei meinem. Vorher ja. Ganz kurz eine Frage: Hast du die Stoppuhr angestellt? Nee. Die Stoppuhr, egal, wir haben. Okay, nee, ich merk's mir per Uhr, passt, okay. Okay. Nur, ja. Dass wir dran denken. Alles klar. Ja, und dann noch ganz kurz für die Leute, die gerade mein Let's Play gucken. Ich habe in der letzten Folge ein paar FBs verkauft, wie ihr auch am Geldstand seht, dass wir jetzt 1,4 Millionen haben, ist schon ordentlich. Und jetzt probieren wir uns hier eine 18er Rüstung hochzumachen. Ey, Danny, bei mir sind gerade zwei Rüstungen, die eine von 0 auf 1 und die andere von 1 auf 2 kaputt gegangen. Was für ein Kackschmied. Das ist öd. So, warte jetzt. Ah, naja. Schmied ist eh so ein richtiger Spaß. Ja, 4 auf 5, hat geklappt. Oh, und jetzt ist alles entscheidend. Geht sie auf plus 6 oder nicht? Hast du eigentlich noch eine Nullerrüstung oder so? Irgendwie sowas für mich? Nö. Aber ich kann dir eine kaufen. Ja, das finde ich sehr nett. Sie ist plus 6 gegangen. Tam, tadatam. Glückwunsch. Danke, und da mache ich jetzt gleich den Schutzstein. Ach, den habe ich ja gar nicht mehr. Mein Inventar ist auch wieder geordnet. Haha. Ich habe keinen Stein mehr für eine Rüstung, das ist doof. Na egal. Ja, soll ich dir jetzt eine Nuller-Rüstung kaufen oder kriegst du das noch selber hin? Ja, eigentlich sollte ich das selber hinkriegen. Das ist richtig. So, mach mal schon mal direkt den ersten Jagdauftrag. 10 hungrige Wildhunde. Da krieg ich ja sogar eine Nuller-Rüstung, stimmt. Ach, ich habe ja auch noch Quest. Oh, ach so, ich habe auch zwischendurch eine Quest leider angenommen, weil ich zur Gemischtwarenhändlerin bin und habe das Inventar geleert. Und da musste ich die Quest vorher annehmen, die gestohlene Haarnadel. Droppe ich von den weißen Eids. Ja, das ist jetzt auch nicht so die mega lange Quest. Nee. Aber was ganz cool ist, ab Level 18, glaube ich, habe ich die bekommen, oder auf Level 17, kriege ich jetzt diese Murangfell-Quest. Die ist zwar ein bisschen nervig, weil du halt dann doch relativ oft den CH wechseln musst und auch die Standorte. Okay. Entschuldigung. Fängt ja gut an, einen Moment bitte. Das fängt super an. Okay. Gut, dann unterhalte ich jetzt zwei Abonnentenklassen alleine. Danny, wie kannst du mir das antun? Nein, passt. Alles gut. Nein, ich bin schon wieder da. Ich lasse das jetzt klingeln. Das hat jetzt zu warten. Nee, nicht klingeln lassen. Genau. Weil das ist sehr laut, das klingeln lassen. Hört man das noch? Ja, das tut man, hört man immer noch, ja. Okay, jetzt ist weg. Okay, ich habe gerade irgendwie eine Quest angenommen, aber weil du so mich so unter Schock gesetzt hast, weiß ich jetzt gar nicht, was das war. Oh mein Gott, jetzt kommt mein Handy auch noch. Ja, dann, Alter, stell das alles einfach auf lautlos, so wie sich das gehört. Das ist ja unglaublich, diese Unvorbereitetheit, ey. Meine Güte. Ja, das ist schlimm. Jetzt ist die Frage, du bist ja Krieger. Boah. Ey, Danny, mal ernsthaft. Mach mal einen ruhigen. Das ist doch nicht mehr normal, mal ganz ehrlich. Warum müssen die Leute gerade jetzt nerven? Weiß ich nicht, aber dann schmeiß doch einfach das Telefon in die Ecke oder mach's kurz aus oder so. Ja, ich mach's jetzt auch aus. Das ist ja unglaublich. So, ich habe jetzt einfach 5 Kissen von meiner Couch da drüber gelegt und man hört's nicht mehr, oder? Nö. Finde ich doch ganz sinnvoll. Du bist ja Krieger. Ja. Und da habe ich mir die Frage gestellt, möchtest du SK oder Aura machen? Ich denke, ich werde Mentalo. Weil,
wenn du nämlich jetzt gesagt hättest, du willst Aura machen, hätte ich nämlich meine Fertigkeiten umgeändert. Das wäre nicht das Problem. Nee, nee, ich mach ruhig Mentalo. Da habe ich sowieso. Irgendwie habe ich da mehr Lust drauf. Okay, gut. Vor allem ist es billiger. Ja, das stimmt wohl. Ich könnte. Wir können uns da, denke ich, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, ja, aber ich denke, wir können uns da mit den FBs gegenseitig austauschen, wenn jemand irgendwie was für den anderen droppt. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch zwischendurch mal mit dem Farmer eine Folge aufnehmen. Also, wenn der hier hoch genug ist, dann wird es einen Farmer geben. Damit er auch einfach jetzt vibriert mein Handy, wie blöd. Bester Start ever. Ach nee. Ach nee. Ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Weißt du, was drinne steht? Was denn? Wer ist Danny? Was? Ja, weil er das Video gesehen hat. Oh. Warte, erzähle ich dir später. Ja, weil das für den gerade... das ist ein richtig guter Real-Life-Kumpel von mir. Einer der besten. Schöne Grüße auch an dich, du Missgeburt, wenn du das siehst. Und, ja. Er wird sehen, ich weiß es. Also, ne? Missgeburt. Und, ja. Was wollte ich jetzt machen? Oh, ihr schmeißt mich alle aus der Bahn heute. Ich wollte... Was wollte ich machen? Ach. Ich wäre dafür, dass wir bei der nächsten Aufnahme alle Telefone und Handys auf lautlos stellen. Ja, da bin ich auch gerade für. Okay. Wer ist eigentlich dieser Danny? Das frage ich mich auch. Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt aber Bock, irgendwie weiter Mediensteine zu farmen. Ich sehe dich. Das hat in der letzten Folge so viel Bock gemacht, fand ich. Aber das hat auch super funktioniert, letzte Folge. Ja, und vorletzte auch, weil vorletzte gab's... Ich habe sogar einen gefunden. Ach was? Was für Level? Das sind 5er-Mädchen. Den klaue ich dir. Nein, Spaß. Darfst du ruhig haben. Du kannst mir, wenn du magst, dabei helfen. Ich wollte eine Quest abholen. Mach doch. Nee, jetzt bin ich schon raus aus der Stadt. Ist mir egal. Jetzt hole ich die Haare alle. Verpeilter Junge. Jo, das stimmt wohl. Ja, weil mich hier alles so ein bisschen am Ablenken ist. Ich hoffe, ich pack den überhaupt schon. Na okay, Blauwürfe sind kein Problem. Oh, aber deine TP schwanken so. Du hast nicht mal Fertigkeiten, ne? Und ich habe noch eine Gruppe an, merke ich gerade. Ich habe die mal gerade ausgemacht, wegen den XP. Hey, ich bin noch gar nicht mehr auf deiner Minimap. Sorry. Depp. Zu mir sagen, ich wäre verpeilt. Wie verpeilt du bist, haben wir letzte Folge gesehen. was ich sagen wollte, ist, wenn du keine Fertigkeiten hast, dann wirst du jetzt verrecken. Viel Spaß dabei. Ganz schnell vom Thema ablenken. Mann, ich würde gerne deine TP sehen und jetzt sehe ich es nicht mehr, du Mizzet. Toll. Ich bin erst Level 3, wo soll ich bitte Fertigkeiten herholen? Ja, das weiß ich ja nicht, aber jetzt, weil du die Gruppe aufgelöst hast, sehe ich deine TP nicht mehr. Oh. Ja, und die wollte ich so gerne sehen, wie deine TP dann auf einmal auf 0 stehen. Ach, der Mädchen, der ist einfach locker geworden. Das Problem ist, ich glaube, ich brauche viel zu lange dafür. Das kann sein. Soll ich jetzt den Zuschauern nicht antun, dass ich hier die ganze Folge lang... ja, da kam nochmal das Handy Marvin ins Spiel. Hallo Marvin. Also Marvin ist mein Handy für die, die es jetzt noch nicht wissen. Für so ziemlich alle, die das gerade sehen, wissen das noch nicht. Und nochmal für dich, ich bin gerade gestorben. Jawohl, ich hab's gewusst. Aber nicht vom Metin. Oh, ich hab die Haarnadel schon, das ist ja ein Witz. Ich hab einen Bogenschützen gekillt und ich hatte die Nadel. Einen. Oder maximal, ohne Scheiß, maximal zwei. Ich bin mir nicht sicher, weil ich einen Schwertwirbel gesetzt habe. Na toll, das hat sich ja richtig gelohnt. Ich habe sogar schon die erste Biologen-Quest. Ach ja. Würde ich sagen, hauen wir die direkt mal raus. Ich glaube, ich skill als zweites nicht Kampfrausch, wie ich es normal mache, sondern Schwertwirbel. Also Kampfrausch würde ich sowieso maximal auf M oder so machen, oder? Ja, aber weißt du warum? Weil ich halt dann halt auch mal was auf G ziehen will und so. Und Schwertwirbel ist da. Und Schwertwirbel ist günstig. Besser. Erstens ist es günstiger. Zweitens macht es viel Schaden. Und drittens ist es halt schlauer als Kampfrausch, ne? Wir hatten ja letztens die Unterhaltung darüber. Ja. Oh, ich habe ein Mädchen in der Schlacht gefunden. Und ein Murang. Oh, den brauche ich für die Quest. Chilliger Spot, Alter. Läuft bei mir. Murang? Diese Murang-Fell-Quest? Ja, wegen... Du kriegst ja am Ende da dieses Goldstück raus, wenn du die richtige Antwort nimmst. Ja. Und, das Ding ist 100k wert. Oh,
Okay, das ist ja dann. Und das, die Quest, wie gesagt, ist übelst nervig und ich habe auch gerade Muran gekillt und es kam kein Fell raus. Aber das ist egal, weil. Ich kann dir eine Stelle zeigen, wo die ganzen Murangs spawnen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich kenne die. Es gibt zwei Stellen. Echt? Ja, aber Also einmal unten aus der Stadt raus genau und und dann da. einmal oben beim Biologen links vom Berg. Genau, und da links vom Berg stehe ich gerade und kloppe Metin, was nicht heißt, dass du kommen darfst. Aber ohne das Reittier geht es so lahm, ne? Ja, komm. Digga, ich schwör, das dauert richtig ewig. Ajo. Alter. Du kriegst das schon hin. Ach nee, soll ich dir sagen, was jetzt der Bug ist? Was denn? Meine Maus funktioniert schon wieder nicht. Also, ach doch, jetzt, es geht, es geht, es geht. Eben konnte ich wieder nicht nach links und nach rechts gucken. Also so richtig behindert. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Also, wenn du möchtest, kannst du mein Level 5er Mädchen auch hauen. Ja, ich Weil denke ich nicht. hab's. Ich glaube, das dauert bei mir viel zu lange einfach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also nicht böse gemeint. Nein, ein bisschen böse gemeint. Oh, Kupferohrringe mit Stark gegen Untote gedroppt. Läuft bei Das mir. ist geil. Ja, aber mal ernsthaft, der gegen Untote kämpft, der hat schon lange keine Kupferohrringe mehr an. Ja, okay, aber wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie mir geben. Wofür? Weil Ach, die Stärke haben weil und es ich. Kupferohrringe sind. Ja, nee, ich brauch die nicht. Ich kann die ruhig dir geben. Okay. Kann man eine Wolfskralle gebrauchen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Aber behalt das alles und verkauf's bei der Gemi. Du brauchst es, Young. Okay. Weil ich habe ja nur in Anführungszeichen so viel Young, weil ich relativ Glück hatte, was Mädchens angeht. Sonst wäre ich jetzt auch fies pleite. Ja, gut, das stimmt. Ist halt am Anfang ein bisschen schwieriger, Young zu kriegen. Auf jeden Fall. Ich werde auch mal gucken, wenn ich ein gutes Breiti finde, also das 20er Schwert, dass ich mir das dann auch noch zulege und den Rest der Kohle, weiß ich dann noch nicht, was ich damit mache. Keine Ahnung. So. Ich bin gleich Level 5. Ach was. Bam, Level 5. Ja, dann geht's wohl mal ab in die Ausbildung. Das würde ich auch sagen. Jo, und mein Mädchen ist auch fast platt. Das hört sich doch ganz gut an. Mein Level 5er Mädchen wird übrigens gerade von dem Level 12er geklaut. Ah, ich bring ihn um. Nein, passt. Das ist okay. Habe ich dich überhaupt schon in der Freundesliste? Ja, ne? Hm. Okay, das finde ich super. Ich bin, glaube ich, dein einziger Freund. Ja. Ich habe keine Freunde. Doch, ich habe keinen halt. Genau. Das ist Hast du alles, schon was andere in der zählt. Liste? Ja, einen. Den habe ich aber schon ewig, irgendwie, aus einer anderen Folge. Es ist nichts in dem Medien drin. Ich könnte brechen, Alter. Brechen könnte ich. Ich habe nicht mal einen Jagdauftrag, aber mir fehlt auch nur noch eine Kugel. Ja gut, die eine Kugel ist ja schnell gemacht, oder? Ja, na klar, aber ich gebe ja jetzt erstmal die Quest ab. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich auch ein bisschen questen könnte. Ja, mit Level 5 ganz angebracht, ne? Damit du nicht so hinterherhängst. Ja, das stimmt wohl. Aber das ist so das Coole beim Dual, finde ich. Man redet sich nicht so im Kopf und Kragen über das, was man gerade macht. Auch Ja. zu sehen in meinen anderen Folgen. Billige Werbung. Und, sondern man schwätzt einfach so und zockt nebenbei und da vergisst man auch sowas wie Questen echt richtig schnell. Mal ganz ehrlich, meinst du, es bringt überhaupt was, wenn ich in Durchschlag, in heftiges Schlagen und in Schwertschlag schon rein skillen, oder? Nein. Also ich würde dir maximal empfehlen, vielleicht noch Durchschlag, einfach nur damit du noch einen zweiten Skill hast. Nee, ich würde Stampfer nehmen, wenn ich ehrlich bin, weil Stampfer ist ja diese Flächenattacke. Das bringt's, glaube ich, beim Mobs coolen eher, oder? Ja, aber macht nicht so viel Schaden wie Durchschlag, glaube ich. Ich weiß Stimmt, dann es mache nicht. ich. Ich habe keine Ahnung, musst du mal gucken. Steht ja alles da. Ach, ich mache jetzt einfach. Wollen wir mal nicht geizen, ich mache jetzt in alles einen Punkt rein. Okay, ich habe so gemacht, ich habe jetzt 15 in Aura, einen in Kampfrausch und einen in Schwertwirbel. Ich mache jetzt mal in allen einen rein und dann. Das verzeiht sich hier über die Zeit. So, was wollte ich jetzt gerade machen? Ich wollte Quests annehmen. So, erstmal die Haarnadel geht, glaube ich, an die Gemi. Ach, da bist du ja schon wieder. Ja. Hallo. So, jetzt kann man die Gruppe ja behalten. Oh Gott, ich habe diesen einen neuen Duftauftrag.
Oh nee. Na ja, gut, das ist jetzt Die ist so schwierig. behindert, weil... Oh! Alter, 60.000 Erfahrung für so einen Scheiß. Das ist geil. Ja. Den neuen Duft, ich weiß nicht, ob man den ablehnen kann, aber wenn ja, dann mach's, weil der bringt echt gar nichts. Also ist schon Das. fast lächerlich, die Belohnung. Ja gut, das Problem ist, ablehnen kann ich den nicht. Und ich glaube, das ist immer so, dass wenn man den Item Shop öffnet, dass die Aufnahme abstürzt, oder? Oder dass sich zumindest das Metifenster aufhängt. Das ist eine gute Frage. Das könnte sogar sein auch, ja. Also ich würde es jetzt nicht riskieren. Dann würde ich es so machen, Ich habe ich hier noch werde das. Moschusöl, ich habe hier noch eins. Oh, ja gut, Alter, das hast du ein ist. Lack? Weil ich habe mir nämlich damals 2 Stück, glaube ich, aus Versehen geholt. Oder irgendwie so war das. Und das ist mir nämlich gerade eingefallen, dass ich im Itemshop-Lager noch eins habe. Komm mal zum Schmied. Ja, Moment, ich bin gerade einmal vom Stadtwächter weggelaufen, dann ist mir aufgefallen, dass er noch eine Quest für mich hat. Ich hab dir deine Ohrringe mal auch auf +3 oder so. Das wäre nett. Ich hoffe, es klappt. So. Zwei. Auch schon mal ein paar Quests. Na komm. Hallo? Irgendwie ist gerade alles ein bisschen buggy. Aber Oh, ich hier. habe auch schon die Sachen für die Biologen-Quest, aber die habe ich auch noch nicht abgegeben. Warte. Oh, ist +3. Jetzt schmeiße ich dir das einfach alles mal raus. Ah, warte, ich hab noch was. Okay. 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 Skype abgeschissen. Ja, bei dir oder bei mir? Bei dir, denke ich mal. Okay. Halt! Komm zurück! Oh, danke. Rennt ja einfach los, der Sack. Würde ich sagen, starten mit ein paar Fails hier. Ja, juckt ja nicht, ne? Ich meine, ist ja auch kein Mensch perfekt. Ja, Und dein das Internet stimmt. sowieso nicht, also. Hey, ja gut, ich musste vorher mit einer 2K-Leitung auskommen. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt habe ich 6K, von daher. Perfekt ist es nicht, aber es ist besser. So. Da ist, ich glaube, sein Mikrofon. Richtig, Und mein wir sind. Mikrofon war leer. Kommt natürlich jetzt auch noch dazu, deswegen musste ich es gerade mal ganz schnell abstöpseln. Oh mein Gott. Pff, Alter, was eine Aufnahme, ey. Hier ging echt alles schief, ohne Mist. Von Handys, die bimmeln und vibrieren, zu Skype-Konfis, die abkacken, zu Mikrofonen, die leer sind. Also bei uns gibt's echt alles. Oh Nochmal mein billige Gott. Werbung. Ich mache immer so billige Werbung, ne? Aber Ja. läuft bei mir. Ich habe eine So. Holzhalskette mit Pfeilwiderstand. Das ist cool. Ach, ich weiß, warum ich noch kein Murangfell von dem eben gedroppt habe. Weil ich, du musst nach der Quest, wenn du die bei Handu ab oder wie auch immer die Spasten heißen, angenommen hast, musst du danach nochmal zu Uriel und dann wieder zu denen zurück und dann kannst du erst Fell droppen. Ich muss mal ganz kurz auf Charakterwechsel gehen. Weil, Aber, ja. warte, warte, weil ich nämlich irgendwie keinen Jagdauftrag bekommen habe nach dem Level Up. Okay, mach mal einfach einen Reload vielleicht. Deswegen. Ja. Weil ich habe auch keine Jagdaufträge mehr irgendwie. Ja, ist komisch. Also ich glaube, die sind ein bisschen verbuggt. Ich gucke mal, ob jetzt wieder einer da ist. Nö. Aber ich habe wieder eine Quest in der Stadt. Also manchmal muss man scheinbar echt einen Relog machen. Bei Octavio. Was will denn der Spast? manchmal muss man scheinbar echt einen Relog machen, damit das Ganze wieder funktioniert. Naja. So, ich gebe jetzt mal gerade meine Pfirsichblüten noch beim Biologen ab. Und danach ist die Folge auch vorbei. Wenn alles gut geht. Also die Biologen-Quest wird diese Folge noch abgeschlossen. Ja, dann hoffen wir mal das Maximum. Obwohl, bei mir haben, glaube ich, bis jetzt alle geklappt. Echt? Oder nee, nur eine Sache ist fail gegangen. Bei hungrigen Alpha-Grauwölfen, glaube ich, so war das. Okay, es hat geklappt. Hä? So. Ach nee, Mirine, die blöde Schlampe. Ups. Hat eine Quest für mich. Kannst du mir einen Gefallen tun? Oh, ich muss in die Map 2. Ich krieg einen Heulkrampf. Ja, ich würde sagen, War's Quest das? 2 können wir nächste Folge machen. Richtig. Okay. Okay. Alles klar. Dann hau Bis rein, dann. Danny.
Okay. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, geht auf Danny seinen Kanal. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Das habe ich ja ganz vergessen. Und. Hätte er mich schon beinahe vergessen hier. Ja, gut. Okay, alles klar. Dann war es das soweit von mir. Ich verabschiede mich. Danny, du hast das letzte Wort. Okay, auch von meiner Seite aus. Ciao, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.